Herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within und wir haben eine Entführung durch Aliens hier. Mal sehen, Mexiko, Nigerien und Russland. Nigeria. Mexiko, Nigeria und Russland. So, dann schauen wir mal. Will das Spiel schon wieder anfangen zu laggen? Das gefällt mir nicht. Okay, was hatten wir gesagt? Russland. Okay, wäre ein Problem wegen Großbritannien. Nigeria. Okay, können wir auslassen. Dann haben wir hier eben 2 Punkte bei Ägypten und Südafrika und 3 bei Nigerien. Aber naja, kann man nichts machen. Ja, und Mexiko wäre ein Problem wegen den USA. Das heißt, wir können uns entscheiden, ob wir jetzt... Moment mal. Hier hätten wir eben Frankreich und Deutschland. Und hier hätten wir nur Kanada, was noch mitgeschädigt wird. Also es wäre schon besser, Russland zu nehmen. So. Russland bringt Ingenieure und Mexiko bringt nur Geld. Dann haut's auch hin, Russland zu nehmen. Aber ist schwer, oh Gott. Und wir haben einen Rekruten bei, wie kommt denn das? Achso, Pitbull ist krank. Ja, na gut. Hoffen wir, dass er überlebt. Ist sowieso ganz gut, wenn wir welche bei haben, theoretisch. Moment, und der darf noch was mitnehmen, die nämlich Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Sind ein weiteres Medikit. Nein, nicht Kaserne. Ja. Für Einsätze fehlt hier oben der Punkt, dass man da direkt hin kann. Das ist ein bisschen... Oder gibt es hier vielleicht irgendwo einen Unterpunkt? Ich weiß, Ihre Unterstützung. Nee, man muss immer wieder rauskommen und hingehen. Und das ist ein bisschen komisch. Moment mal. Toll. Da unten. Und ich ärgere mich die ganze Zeit damit rum. Gut. Manchmal muss man erst offenbaren, wie doof man ist, damit man das überwinden kann, ne? Zack. Du nimmst Medikament mit, fertig, perfekt. Und los geht's. Au, war das laut. Ist bei euch natürlich dann nicht so, aber ich muss jetzt erstmal die Kopfhörer runterschneiden. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Neuesten Meldungen zufolge operieren die Aliens innerhalb des Stadtgebietes. Wir müssen da runter und die Gegend so schnell wie möglich sichern. Okay, machen wir. Kein Problem. Also es ist schwer und wir sind an der bösen Mission vorbei. Das heißt, es könnte sein, dass wir auf Mutons treffen. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein. Im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Sieht so ein bisschen aus wie die Tutorial-Karte, ne? Okay. Gucken wir mal. Ja, okay, alles gut. Dann können wir auch noch hier hingehen. Wäre ganz gut, wenn wir hier aufs Haus können. Oh, nee, da können wir nicht rauf. Dann müssen wir auf dieses Haus da hinten. Mit Omega. Und bis dahin gehen wir hier hin. Da darfst du dann die den Pistolenfeldposten einnehmen, so. So. Wunderbar, 2 Feldposten. Jetzt haben wir einen Rekruten hier vorne, aber das geht schon, ne? Wow, yay. Dieser Pistolenfeldposten ist so toll. Was, der feuert direkt los? Das ist nicht in Ordnung. Wir haben die noch nicht aktiviert. Okay. %66 Trefferchance und 86. Da nehmen wir die 86. Nummer 1 weg.
Da kriegen wir keine wirklich gute Position. Bishop kann natürlich sehr nah rangehen. Rücke aus. 61%. Reicht. Wunderbar. Gut. Schotzi kann hier nachrücken. Und geht hier hin. Und Thompson lassen wir auch ein Stück nach vorne gehen. Dann ist er in der Nähe des Mates. Ich dachte hier gerade die Begrenzung zu sehen. Auf der anderen Seite ist sie hier schon direkt irgendwo. Moment. Ach, Moment mal. Ja, da hat es gerade aufgeblinkt. Ja, hier auch. Okay, wir können einfach gerade nach vorne gehen. Das heißt, wir müssen uns gar keine Sorgen machen, dass hier jemand durch die Gassen kommt. Okay, dann holen wir uns das hier mal ab. Schotzi geht. Okay, lassen wir zuerst mal andere Leute gehen. Oh, Sucher. Würde ich sagen, die Aliens haben diese Einheit entwickelt, um damit einzelne Ziele zu verfolgen und zu isolieren. Außerdem scheint sie über ein hochentwickeltes Ausweichsystem zu verfügen. Ich denke, wir können uns... Sollten wir uns wohl besser fernhalten. Ich denke, wir können uns von den von dem zweiten Mate erstmal verabschieden. Ach, Gattchen. Hier wäre es besser, wenn wir ein Feld daneben stehen würden. Eigentlich wäre es noch besser, wenn wir direkt bei den anderen Leuten dran wären. So, für später. Schotzi bringen wir hier noch mit hin. Und Sucher. Yay. Nicht Sucher, Schweber. Okay, wir haben 4 aktive Gegner. 2 Schweber, 2 Sucher. Wir haben 3 aktive Gegner. 2 Schweber, 1 Sucher. Hier Trefferchance. Ein Crit wäre ganz gut, deswegen versuchen wir es mit dem Präzisionsschuss. Bam. Und mit Crit, sehr schön. Damit haben wir noch einen Gegner. Thompson, du kommst mal bitte ein Stück näher ran. Da zeigt sich nichts. Ja, wie gesagt, von dem Mate verabschieden war, haben wir uns eigentlich schon verabschiedet. So. Ich denke, hier wäre es ganz gut, wenn du mal nachladen würdest. Geh mal hier hin vorher. So. Da ist nämlich die volle Deckung. Das Auto kann nicht zerstört werden. Das heißt, wir werden nicht in Zugzwang geraten damit. Okay, du sprintest mal. Schotzi geht das eine Feld und dann auf Feldposten. Und... Bam! Sergeant King wurde auch noch befördert damit. Sehr schön. Gut gemacht, Schotzi. Das ist doch Schotzi, ne? Ja. Okay, der Schweber ist immer noch da. Wir schicken mal Bishop nach vorne. Ach Gott, noch mehr Schweber. Das ist problematisch. Okay, aber hier haben wir
Nicht so einen guten Angriffswinkel, wie ich gerne hätte. 66% Trefferchance auch gegen den Fliegenden, das ist in Ordnung, das versuchen wir. Getroffen, ja, erledigt, nein. Sturm und Schuss ist ja leider nicht kombinierbar mit dem Freischuss. ...59% hier Trefferchance. Okay, ich könnte dem einen die Deckung nehmen und den anderen treffen. Und den, den ich treffe, erledige ich damit direkt. So. ...81% Chance, 60 für einen Crit. Sehr gut. War das ein Crit? Ja, konnte ich gerade noch sehen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das gemacht hat, aber es war ein Crit. Warte mal. Achso, da werden einfach nur nochmal die Feinde angezeigt, ohne dass sie angreifen darf. Gut. Ja, hier gehen wir in die halbe Deckung und gucken mal, ob wir treffen. Oh, wir dürfen sich mal versuchen zu treffen. Okay, dann gehst du auf Feldposten. Wir haben hier nur noch den einen aktiven. Sturm und Schuss. Und... Oh, okay. Tja, dann... Feldposten. Sehr gut. Und das lassen wir mal wieder Omega versuchen. Denn bei ihr wäre der Level Up immer noch wünschenswert. Bam. Das Level Up. Alle Missionsziele erreicht. Und ich werde angerufen. Ich muss kurz Pause drücken. Bis gleich. So, gelobet sei die Pause-Taste. Ja, wir haben... Jetzt muss ich mich erstmal kurz wieder reinfinden. Operation Violetter Vater abgeschlossen, 8 Gegner erledigt, niemand verloren und 2 Kanister bekommen. Sehr schön. Wie gesagt, von dem einen hatte ich mich ja schon verabschiedet. Ich glaube auch niemand wurde verwundet, ne? Da hat uns der Raketenwerfer hat die Haut gerettet. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ich bin beeindruckt, dass es Ihnen ohne eigene Verluste gelungen ist, so viel von der Meldsubstanz in unseren Besitz zu bringen. Unseren? Mein Besitz! So, Schnellfeuer, 2 Schüsse schnell hintereinander, auf das gleiche Ziel mit einem Abzug von 15 auf die Treffergenauigkeit, ist verdammt gut. Hier können wir jetzt mal nachgucken. Hier, blitzschnelle Reflexe ist das, was wir hätten nehmen können statt Nao persönlich. Das hat mich in der letzten Folge ein bisschen gestört, dass mir das nicht mehr eingefallen ist. Ja, Nao persönlich ist verdammt gut, blitzschnelle Reflexe an sich aber auch, weil man damit einfach durch Feinfeuer durchlaufen kann. Ausräuchern folgenden Schuss ab, der Gegner aus ihrer Deckung treibt, trifft leicht, tritt aber verringerten Schaden an. Wie der aus der Deckung treibt. Eigentlich müsste man das ausprobieren, aber das ist nicht wirklich was, das ich einem Stürmer geben würde. Das wäre eher was für einen Unterstützer. Deswegen nehmen wir lieber das Schnellfeuer. Man ist nah dran, man hat verdammt hohe Trefferwahrscheinlichkeiten. Da ist das ganz gut. So, und Papabier. Papabär. Ist weitergekommen und bekommt das Deckungsfeuer, weil mir die Schredderrakete nicht gefällt. Weil sie eben nichts Neues ist, sondern nur das andere ersetzt. So, und... Ein Soldat, yay, ein Stürmer. Jetzt haben wir 3 Stürmer, ach Gott. Könnte man ja einen zu einem Meld-Soldaten machen, ne? 2 Sektoidenleichen, 4 Schweberleichen, 10 Waffenfragmente, 20 Meld und 2 Sucherwracks. Wir haben keine Forschung für die Sucherwracks freigeschaltet, das ist merkwürdig. Der Einsatztrupp, den XCOM nach Russland entsandt hat, konnte in Moskau eine Entführung durch Aliens verhindern. Russland ist dankbar und hofft, dass die Belohnung dem XCOM-Projekt nützen wird. 4 Ingenieure. Panik in ganz Afrika und Nordamerika, na juhu. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, die USA machen mir ein bisschen Sorgen, wie im RL.
Ja, dann weiter. Strahlwaffen fertig, sehr gut. Laserpistole fertig, Lasergewehr fertig. Und... Ah, klar, dadurch, dass wir noch die Xenobiologie nicht, noch nicht die Xenobiologie fertig haben, ist das nicht fertig. Okay, und wir nehmen den Präzisionslaser direkt mit rein. Wir haben jetzt einen vernünftigen Scharfschützen, dann soll der bitte auch eine vernünftige Waffe haben. Die Alien-Waffen scheinen eine Reihe von Kristalllinsen zu benutzen, um den Energieausstoß zu erhöhen. Wir können zwar ihre Materialien nicht nachbauen, aber dafür ihre Techniken, um Reichweite und Schusskraft unserer eigenen Laserwaffe zu erhöhen. Wir haben nicht wirklich viel Geld. Ich hoffe, dass wir... dass wir da die Waffen zusammenkratzen können, die wir brauchen. Also. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir haben einen Unterstützer. Und das war's. Ne? Die anderen brauchen das alles gar nicht. Moment. Unterstützer, ja, brauchst du nicht. Ja, die Stürmer könnten natürlich. Und die Rekruten. Okay, ich würde sagen, wir bestellen uns 3 von den Gewehren. Hoppala, hier sind wir falsch. Ich finde die Technikabteilung. Lasergewehr. Wie gesagt, 3 davon. Durch die Vielzahl an Ingenieuren scheint das jetzt auch gerade ein bisschen billiger zu sein. Das ist gut. Boom. Sektoidenplatte zerstört. Yay. Okay, Laserpistole. Kostet nur 7, das ist gut. Also. Schwere Truppen brauchen sie nicht. Max brauchen sie Max, nicht. Max haben wir gerade nicht. Das heißt, wir brauchen 4. Eine schwere Truppe haben wir nämlich immer dabei. So. Okay, das ist soweit in Ordnung. Dann lassen wir die Zeit weiterlaufen. Satellit in 18 Tagen fertig und Ratsbericht in 20. Uiuiui. Seit kurzem erreicht uns da kommt die in mehreren Städten Rettungsmission. Außerirdische gesichtet. Es heißt, dass nun auch vermehrt zivile Ziele. Ach komm, das überspringen wir. Ich habe schon mehrmals gesagt, es ist einfach zu oft, dass man das hat. Also gut, dann würde ich sagen, beende ich die Folge. Ist ein bisschen kürzer geworden, aber ich will eben die hier jetzt nicht anfangen, die Mission jetzt nicht anfangen und direkt dann abbrechen. Also, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.